bei Conny Canarias. Ja, wir gehen mal wieder eine Runde hier im Jumbo. Und es soll ja jetzt die Tage, die nächsten 9 Tage, glaube ich, die Fittich Pride sein. Und wir gehen ganz einfach mal schauen, was uns denn hier so erwartet. Wir gucken mal. Ja, hier haben wir das Fiction. Das ist schon wieder gut besucht. Direkt hier am Eingang beim Minigolf runter und gleich die erste Bar links. So, wir gehen jetzt ganz einfach mal eine Runde. So, und hier oben ist ja der Secret Garden. Hallo. Hier haben wir erstmal den Burger King und dann oben den Secret Garden. So, ich nehme euch mal hier mit in den Secret Garden kurz. Ja, schön gemacht hier. Und oben sieht es auch schön aus. So ist das hier alles viel mit Grün. Hier haben wir einen schönen Tresen. Hola! Ja, schöner Secret Garden hier. So, hier haben wir das Rikis Cabaret Bar. Dauert aber noch einen kleinen Moment, bis die dann anfangen. So, irgendwie habe ich jetzt den Harry verloren. Ich muss jetzt mal schauen, wo er denn ist. Irgendwie ist er verloren gegangen. Das ist natürlich hier im Jumbo ganz gefährlich, sage ich euch. Wenn hier der Mann abhanden kommt. Da haben wir wieder die Pink Lady. Der schaut gut aus. Ja. So, also ihr seht, man ist ja auch mit kleinen Kindern unterwegs, passiert überhaupt gar nichts. Und den Harry habe ich auch wieder gefunden. Also alles im grünen Bereich. Ich bin am Schauen, ob ich hier vielleicht ein neues Outfit entdecke. So, hier sind die Wale weg. Jetzt haben sie ein bisschen anders dekoriert hier. Aber schön hier dieses Café Latino mit den bunten Lichtern, das sieht schön aus. So, und natürlich hier die Bilder und die kleinen Schmucksachen hier, Hundehalsbänder, also so Kleinkram, den man hier erwerben kann. Ja, wir haben eigentlich gedacht, dass hier eine Bühne steht. Irgendwas sind sie hier am Aufbauen.
aber dem ist nicht so. Denn es sollte ja jetzt die Fittich Week beginnen, die geht bis zum 13. angeblich. Aber ich kann euch nicht sagen, was hier los ist. Hier haben wir den Blue Havana, schöner Laden. Habe ich ja das letzte Mal schon aufgenommen. So, hier hinten gibt es ja dann später wieder die Drag Show. Oben haben noch die Läden geöffnet. Ja, es ist ja auch noch nicht so spät. Wir schauen mal, ob unsere Bekannten noch kommen. Wir wollten ja eigentlich im Blue Havana, wollten wir uns treffen. Und jetzt warten wir mal. Wenn nicht, gehen wir natürlich auch alleine hier hin. Wir brauchen nicht unbedingt jemanden. Nein. Das war auch nur so halb ausgemacht und wir werden sehen.
Hier kann man sich jetzt die, ja, wie heißt das? Die Fetische. Die Ohren besorgen. Die Ohren. Da werden schöne Fotos gemacht. Schau mal, da schmeißt die Mauer um. Höhle. Hier ist richtig was los. Ja. Hier ist die Party. Stehparty. Ja, die schöne Wunderbar und hier das tolle Spartakus. Hände frei? Für was brauchst du die Hände frei, Harry? Ja, dass ich ein Bier mit uns haben kann. Hallo? Ja, hallo? Guten Tag, wir kennen uns. Grüß dich. So, und hier die Na-Und-Bar. Ja, also hier in dem Eckchen ist schon immer ein bisschen mehr los. Und wir gehen jetzt auch mal hier
Beim Rickys ist wieder voll. Aber wir gehen mal diesen Ohren da hinterher, die da vor uns laufen. So, hier müssen wir uns jetzt den Weg durchbahnen. An den Hohen. Ja. Oh, wenn du Das war unser Besuch hier im Jumbo. Ja, war wieder nett gewesen. Und hier waren wir jetzt nochmal im Fiction, vorher im Havana Blue. Ja, und es ist ja immer wieder schön hier. Und vor allem auch
Gute Musik. Gute Musik, das ist wichtig. Jetzt haben wir aber genug Männer gesehen, oder? Naja, es wären schon noch ein paar mehr. Mein Bedarf für Toms Cruising Bar ist heute gedeckt. Ja, ist ganz schön was los hier. Aber wir machen jetzt hier die Kurve. Rückwärtslaufen ist gesund. Ja, das ist Sticky Boy und Toms Cruising Bar. Das war's für heute im Jumbo. Hier nochmal ein Blick auf den Secret Garden. Ja, ganz schön was los hier unten. Gut, dass wir hier oben stehen. Da ist kein Durchkommen. Naja, durch ist auch schwierig. Vorbei wäre besser. Vorbei? Echt? Durch tut immer so weh. Naja, je nachdem, wie man es nimmt. So, gut. Wir sagen hasta luego. Hasta tschüss. Ja, macht's gut. Bis bald. So, hier nochmal ein Blick zum Minigolf. Im Dunkeln sieht das natürlich auch interessant aus mit den Lichtern hier. Ja, weil da war der Tiki Boy. Das ist die Tiki Bar. Der Froschkönig. Der Froschkönig. So, das war's. Macht's gut.